Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Wir sind, wie gesagt, im Finale und kämpfen halt ich noch auf Düs verbleibende Festung. Heute ist Dol Guldur noch dran. Wir kämpfen noch fleißig und ja, mal schauen, wer gewinnt. Ich mute mich mal. Natürlich habe ich, wie gesagt, den Vorteil der ganzen Boni und so weiter und so fort. Deswegen ist es ganz klar, dass ich wahrscheinlich gewinnen werde. Andererseits, so klar ist es dann auch nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, das Ding holen wir uns mal auch mal hier drüben. So, okay, da haben wir noch was. Wir könnten mal hier rüber gehen, weil da oben habe ich jetzt festgemacht. Und dann könnten wir mal so euch hier herstellen und ihr geht mal in die 3. Alle 3 geht in die 3. Und lauft einfach mal vorwärts. So. Genau. Ausrüsten. Sie bombardieren uns. Wie lange warten wir denn? An die Zügel. So, hopp, Stück zurück, Stück zurück. Vorwärts. Vorwärts. Gucken, ob da unten noch was ist. Ah, guck mal an. Eine Schleuder. Ein Krieg zieht herauf. Ich weiß es. Aber das war ja abzusehen. So, da kommt noch ein Katapult. Wir kommen mehr oder weniger jetzt im Nachschubbereich. So, komm, erstmal reicht das. Erstmal die Fähigkeiten. Oh, da ist noch jemand. Guck mal einen an. Alles nieder. Dieser Zwerg ist bereit. Ah, das ist gut. So, haut drauf, haut drauf. Wir werden angegriffen. Ja, jetzt kommt auch der finale Angriff sozusagen. Wird auch Zeit sozusagen. Oh, da hinten sind noch ein paar. Dann gehen wir nochmal ein Stück zurück. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, hier wird auch langsam. Ich weiß, Wagen ist bereit. So, irgendwo hier drüben treibt sich noch ein Dü rum. Ich weiß noch nicht wo. So, ich kann ja hier oben mal ganz pauschal. So. Das hat schon ein bisschen was gebracht. Ich kämpfe. Bleib standhaft. Spinnen. Ich glaube, ich spinne. Naja, aber scheinbar kommen meine Leute schon halbwegs damit klar. Okay, komm. Mach's halt weg. Dann halt ist auch diese Spinnengefahr mehr oder weniger weg. Wo wollt ihr hin? Seid ihr doof? Wo wollten ihr hin, hallo? Verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob sich Dü jetzt direkt Mühe gibt, hier zu gewinnen. Oder aber Entschuldigung, mehr oder weniger sein lässt. Aber ich hoffe mal doch, dass er sich eben solche Mühe gibt. So, was? Ja, da, das Ding ja. Genau. Einmal draufhauen, bitte. So, geschmiedete Klingen haben wir. So, hopp. Durch, durchrücken. Ich bin dabei. Lasst euch Zeit. Nicht sehr robust gebaut, was? So, okay. Gibst du dir Mühe? Weil ich sehe hier wirklich keine Einheiten. Sag mal, Dü, baust du auch Einheiten oder hast du nur so getan? Weil ich hier keine sehe. Ja. Wohl weg. Ja, du hättest mir aber auch gleich sagen können. Das Gebäude muss frei. Wir werden angegriffen. Das kann ja wohl nicht. Verdammt, meine Einheiten. So, na gut, okay. Fehlt ja nichts. Was ist das denn? Achso, der eine, der hat doch überlebt gehabt. Na gut. Du hast dich schon bittet. Achso, Entschuldigung. Mute dich mal, bitte. Ja, ich bin gemutet. Keine Ahnung. Wie gesagt, laufe ich hier in eine Falle oder was soll das sein? Weil, das ist doch schon merkwürdig. Oder versucht er mich von hinten mehr oder weniger zu attackieren? In dem Fall habe ich jetzt, hat er jetzt die perfekte Gelegenheit, weil ich gar nichts dastehen habe. Aha. Flammenschüsse sind bereit. So, Flammenschuss hätte ich jetzt auch. Ich kämpfe an eurer Seite. Zwerge! Law. Seid standhaft! Mach mal so. Warten auf Befehle! Hopp. Achtet auf Schlaglöcher! Komm,
Rückt du mal vor und du macht mal weiter, genau. Seid frohen Mutes, wir haben alles im Griff. Weil es ist, das wäre natürlich unschön, wenn du hier sagst, okay, ich gebe jetzt auf. Wasser natürlich könnte versuchen, einfach hier quasi über die Seite sozusagen zu kommen. Also sprich, anzugreifen, während ich erwarte hier. Hopp, hopp, hopp. Aber momentan, wie gesagt, er macht ja so gar nichts. Finde ich nicht so schön. Wir haben den Schießstand erweitert. So, das hier. Wir kommen aus den Eisenbergen. Zwergenkatapulte. Habe ich alle drei erwischt, ja. Lalalala. Die Phalanx ist unsere Stärke. Ich rück mal hier weiter hoch. Ich weiß, wie gesagt, dass er die kaum eine Chance hat. Aber ein bisschen Mühe hätte er sich schon geben können. Naja. Was will man machen? Marschiere ich jetzt durch. Ich bin immer noch der Meinung, dass er vielleicht von außen irgendwann kommt. Ich bin hier. Wo sind die Kerne? Entsprechend mache ich das halt wirklich mit den Katapulten. Und lass meine Leute hier draußen. Die Phalanx ist zack, 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 zack. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Ja, hier baut's, da baut's auch. Wo ist der Feind? Wir werden ihre Herzen mit Furcht erfüllen. So, okay, und dann rück ich halt mit denen hier weiter vor. Auf den Hügel! Schiebt! So. Ich kämpfe an eurer Seite. Was auch immer hier auf Land. Wir haben alles im Griff. Katapultladen. Braucht jemand einen hier hinten ist noch was? Hier hinten ist noch was? Nein. Das ist halt auch das Kritische, dass du das bei der blöden Festung hier kaum sehen kannst. Katapulte der Eisenberge sind Furcht erfüllen. Schnell, an die Zügel! Hm. Vorwärts! Ich gehe mal mit denen noch rein. Achtung, Katapultladen! So, hier. Vorsichtig! Macht es nicht. Einfach pauschal, so. Auf eure Posten! Ausrüsten. Macht euch bereit, Zwerge! Ausrüsten. Weil irgendwie glaube ich nicht. Niemand versteckt sich vor einem Streitwagen. Ob sie darauf vorbereitet sind? Schießstand ist unsere Stärke. Von wo feuert das? Von da hinten. Okay, jetzt hat's das aber. Spannt die Leine. Worauf warten wir noch? Lululululul. Vorwärts. Vorwärts. Das ist natürlich unschön, weil sonst wäre ich ja natürlich gleich reingerannt, wenn er gesagt hätte, dass er aufgibt. Ich kann seinen Unmut natürlich verstehen, aber Mühe geben und so. Ich meine, das ist eine Festungsschlacht. Das sollte schon eine richtige Schlacht sein. Insofern bin ich schon ein bisschen enttäuscht und ärgerlich, dass er sich hier wirklich absolut keine Mühe gibt. Weil was anderes kann man das nicht nennen. Also Mühe ist hier keine Wir sehen. Es nieder. Waffen, Zwerge, Waffen! Naja. Was willst du machen? Hauen wir es halt so weg. Es wird nicht lange dauern. Ich bin hier. Wo sind die Lalalala, keine Ahnung, was der da gerade macht. Aber ja. Richtig kämpfen tut er nicht. Mädchen. Ja, Bestie. So, okay. Hauen wir das noch weg. Hä? Was krieg ich? Achso, nee, ich dachte, ich krieg Schaden. Ob sie darauf wohl vorbereitet sind? Wir haben alles im Griff. Beweg deinen trägen Hintern. Gehen wir mal hier lang. Der hat entweder versucht er vollkommen, hat die Festung aufgegeben und versucht von außen aufzugeben, aber gerade das hier ist die schwerste Festung, das finde ich eigentlich, naja, tragisch. Er hätte sich ja Mühe geben können. Und er hätte durchaus hier noch was reißen können. Gerade mit der Festung im Hintergrund. Klar, ich habe die besseren Boni und so weiter und so fort. Also es ist schwierig geworden, wäre es mit Sicherheit für ihn. Aber Wagen ist bereit. Er hätte sich anstrengen können. Wie lange warten wir denn noch? Phalanx bilden. So, geht ihr hier rüber. Rüstet euch, Zwerge! Hier hoch. Ab jetzt übernehmen wir. Ja, auch da hoch. Schieb. Wir haben alles im Griff. Gehst auch mal mit hier hin. So, hier, da. Vorwärts. Los. Alles gut verzurrt. Hier haben wir noch was. Dieses weichliche Ding zurück, Zwerge. Vorwärts. Ja, Bestie. So, irgendwie rumpelt's. Ach so, das sind die.
Beweg deinen trägen Hintern. Okay. Kann er doch halt wieder aufgebaut oder was? Vorwärts! Ja! Ist natürlich doof, wenn er sich ja so großartig verteilt, aber ja, gut, okay. Das sieht gut aus. Er macht wieder ein Versteckspiel, offensichtlich. Ein Versteckspiel, okay. Ich kann mitspielen. Wir erledigen das. Ich kann mitspielen. Unsere Feinde sind hier. Da ist er. Macht eure Waffen bereit. Sie greifen an. Reitet sie nieder. So, alles auf eine Karte. Lalalala, hier, ich hatte schon gedacht, dass er sowas in der Art versucht. Aber ich wusste nicht wo. Schnell, an die Zügel, Brüder. So, gehen wir mal zurück. Vorwärts! Wir sind hier. Wo sind die Kerne? Wir gehen auch hier zurück. Alles gut verzurrt. Weil ich nicht weiß. Ah, siehst du, da kommt er schon, da kommt er schon. Sie wollen unsere Gebäude! Sie greifen unsere Rohre. Aber, ja, ich sag mal so, okay, er versucht. Er hat nicht aufgegeben, entschuldigt bitte. Dass ich es auch nur vermutet habe. Er gibt sich definitiv Mühe. Er gibt sein Bestes. Ich kämpfe. Wo ist der Feind? So, ihr müsst auch wieder runter. Lalalala. Erstmal alle so ausrüsten. Rüstet euch, Zwerge! So, hier runter. Unsere Gebäude! Schnell! Schützt den Minenschacht! Ja, jetzt hat er mir die Schmiede weggehauen, aber okay. Halb so wild. Ja! Die sind schon wilder. Lalalala. Komm, haut's weg. Seid standhaft! Geht in Stellung! Einmal erobern. Seid standhaft! Jetzt kommt er mit seinen letzten Einheiten hier quasi angerannt. Kein Problem für uns, denke ich mal. Weil ich dann bei weitem noch nicht alles da hatte, was ich hatte haben sollte. Unsere Gebäude, sie sind zu stark für uns. Wir haben das Gebäude. So. Sie sind im Weg. Oh, komm mal hier, komm mal mit, ja. Die neue Festung ist fertig. Das richtige Katapult ist bereit. So, hopp. Wo haben wir noch? Er entkommt uns. Immer durchreiten, bitte. Vorwärts. Das ist der Ring. Los, Bewegung. Vorwärts. Oh, okay, das dürfte jetzt auch seine kosten, weil ja jetzt Speerkämpfer drin, Landträger da sind. Sie wollen unsere Gebäude. Flupp. Tja, mach mal. Wie lange warten wir denn noch? Wir müssen den ins Lager bringen. Okay, die Schmiede hat er zwar weggehauen, aber das klingt hier. Achso. Weil ich hier keine Leute habe, muss ich halt mal abbrechen. Manu. Unsere Streitmacht stärker. So, okay, wir gehen mal zurück. Wir müssen natürlich immer noch den Typen suchen. An die Zügel. Das können wir, indem ich hier drüben noch eine Festung baue. Das sieht gut aus. Irgendwo muss er ja sein. Da sind immer noch sicher. Die Flammenpfeile sind bereit. Hopp, machen wir mal Katapulte hin. Das müsste eigentlich auf die Spinnen zielen. Wo werde ich gebraucht? Okay. Wie gesagt, jetzt kommt natürlich der Zwergennachteil wieder. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo er sich rumtreibt. Ich sehe nichts. Ein Krieg zieht herauf. Ich weiß es. Das ist hier der können Fall. Wir nicht bleiben. Wir kommen aus den Eisentagen. So. Da unten, was ist das denn? Was kommt da unten angerannt? Oh, Galadriel. Der hat irgendwo eine Burg. Oder hat er irgendwo Galadriel stehen gehabt? Ich kämpfe an eurer Seite. So. Das ist der Ring! Los, holt ihn euch! Lalalalalala. Los, bringen wir den Ring zur Festung! Geht in Stellung! Na gut, dann geht ihr mal mit dem Ring in die Festung. Wir legen alles in Schutt und Asche! Wo denn? So, das Gebäude wäre fertig. Lasst euch Zeit. Das könnte anstrengend werden. Sie haben die Armee der Toten gerufen. Der Ring ist hier. So, okay. Hier hätten wir. Ich kann ja auch gleich mal hier ein bisschen wir ausrüsten. Haben kaum noch Rohstoffe. Da sind sie. Ist, wo warten wir noch? Ja, wo denn? Leg deinen trägen Hintern.
Haha, jetzt kommen wir. Ich sehe keine Feinde. Ob sie darauf wohl vorbereitet sind? Niemand versteckt. Das ist das Schlimme. Also wie gesagt, er muss Versteckspiel spielen. Also er macht das schon gar nicht mal so dumm. Könnte sich wieder aufbauen, wenn ich wüsste, wo er ist. Da unten ist er wieder. Sie nehmen unser Gebäude ein. Hier unten in der Ecke. Alles klar. Ich bin hier. Wo sind die Kerl-Mädchen? Hier unten in der Ecke ist er. Na gut, dann mache ich das hier noch schnell durch. Schnell, ist trotzdem noch Zündel. Da. So, Kosten 500. Lalalala, irgendwo. Ja, treibt das sich rum. Ich mache nur ein Päuschen. Du machst nur ein Päuschen, da baut sowas. Baust du mal hier einfach so eine hin. Mach den Weg frei. Wir verwenden nur bestes Material. Hier oben so ein. Lasst uns Waldwagen. Die Festung ist errichtet. Müsste eigentlich nicht mehr lang dauern. Theoretisch. Machen wir hier. Oh, guck mal an. Da hinten hat er doch. Worauf warten wir noch? Schnell, Elben des Waldes. Vorwärts. Los. So. Da. Noch mehr. Da drückt eure Faust. Wir haben alles im Griff. Das glaube ich nicht. Sie machen all unsere Arbeit zu Mädchen. Lalalala. Okay, okay. Das verloren. War natürlich klar gewesen. Ja. Beziehungsweise, gut, ich dachte, ich probiere es halt mal so darüber, über diese Strategie, aber ich habe gesehen, du hast eh noch eine zweite Festung dann gebaut oder zwei sogar noch gebaut. Nebenbei. Ja, gut, ja. Sehe ich jetzt gerade hier. Aber. Gut, naja, wie gesagt, deine Strategie war nicht so dumm, weil vor allem, okay, sie war auch nicht schlau, weil da du ja die Festung und damit deine beste Verteidigungsmöglichkeit eigentlich geräumt hast. Aber sie war auch nicht, sagen wir mal, unklug. Also da hat mich schon, sagen wir mal, eine Weile gewundert. Ich dachte wirklich, du hast eine Weile, Entschuldigung, absolut keine Gegenwehr. Du willst keine Gegenwehr leisten, du versuchst nicht zu kämpfen. War ich schon eine Weile enttäuscht. Mein Problem war, um das nochmal kurz zu sagen, ich habe es auch schon in meiner Folge gesagt, ja? Du hast mir oben die Schmiede zerstört. Ich hatte die Schmiede war doof gesetzt, ich hätte die vielleicht oben setzen sollen. Bei mir, das war dumm. Muss ich sagen. Ich hätte die bei mir setzen sollen, upgraden sollen, alles. Du hast mir damit, keine Ahnung, hast mir 3.000, 4.000 Rohstoffe damit genommen. Weil das kostet ja auch ein bisschen Geld, bis das mal alles abgegradet ist. Naja, und keine Ahnung, hätte ich das bei mir gebaut, es hat einfach zu lange gedauert, bis ich meine Einheiten dann upgraden konnte. Und da in dem Moment, wo du die Einheiten schon bei mir oben hattest, musste ich mich halt mit dem Brand halt verteidigen, um da erstmal noch einen größeren Schaden zu vermeiden. Mhm. Hat ja soweit auch erstmal geklappt. Und ja, in dem Moment, das war eigentlich mein Ziel gewesen, dass du halt in eine leere Festung halt reinläufst eigentlich mit deinen Einheiten. Und du von hinten deinen Einheiten kommst, dann genau. Ich komme dann von hinten, komme. Aber du hast mit den, ja, in dem Moment war es halt Fail. Naja, egal. Gut. Genau. Also ich habe da schon quasi schon extra... sein, Beziehung, ja? Ich habe da schon extra drauf geachtet, dass ich nicht mit meinen Einheiten in die Festung renne. Aber nicht, ja, weil doch, du hattest ja auch alle schon gehabt. Ja, ich hatte erstens alles schon gehabt und zweitens hatte ich wirklich nur einen minimalen Teil, quasi meinen Startteil von meinen Einheiten habe ich reingeschickt und Katapulte, mehr nicht. Ach so, und ein paar Pferde. Okay. Alles andere stand immer draußen. Weniger, weil es nicht gebraucht wurde, sondern schlicht und ergreifend, weil ich die einfach nur auf deine Armee hetzen wollte und deine Armee war da oben nicht. Und dort oben sind sie durch die blöden Bogentürme, die in die Festung eingebaut sind, eigentlich nur Fischfutter. Naja, was soll's. Okay. Ja. Ich würde mal sagen, okay. Schwerste Festung geschafft. Die nächsten Festungen machen wir in der nächsten Folge oder mindestens eine von beiden. Welche das sein wird, das sehen wir dann auch. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.